Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir befinden uns hier wieder auf unserer Sims-Welt. Und wenn du noch nicht mitbekommen hast, durch den Titel, durchs Thumbnail, was wir heute bauen werden, siehst du es ja jetzt schon. Und zwar heute bauen wir das Donut-Boot aus der Spiele-App. Denn in unserer Stadt fehlen so langsam die ganzen Donuts. Und einer wird schon ganz schön unruhig. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, weil sonst kriege ich noch Ärger. Aber jedenfalls brauchen wir ein paar Donuts in der Stadt. Und ich dachte mir einfach, Mensch, es wird mal wieder Zeit für eine neue Lieferung. Also, würde ich mal sagen, legen wir los. Aber nicht erschrecken. Das hier ist nur der Vorbau. Also brauchst du dich nicht wundern, warum das hier auch fliegen kann, das Boot. Weil das wird ja später auch wieder weggebaut. So, und ich würde mal sagen, hier legen wir los und bauen uns unser Donutboot hin. Ja, es ist auch nicht richtig am Hafen dran, also es will ja noch erstmal anlegen. Und dann würde ich sagen, gehen wir an unsere Kiste ran, die hier auch ein bisschen auf dem Wasser rumtreibt, auf unserer kleinen Quietscheende. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal rein, was wir heute alles so brauchen. So, ich würde sagen, dann legen wir los, indem wir uns einfach mal rosanen Beton holen. Denn weißen Beton brauchen wir noch. Denn steinzige Treppe können wir uns heute mal raussuchen. Dann holen wir uns noch, ja, ich würde mal sagen, türkises Glas, aber kannst auch hellblaues Glas nehmen, so was dir am besten gefällt. Dann holen wir uns noch hellgrauen Beton raus oder grauer Beton, also eigentlich beide. Dann holen wir uns noch Tropenholzblöcke raus, davon nochmal die Stufen und dann ganz normal noch die Quarzstufen. Ich glaube, ich packe die mal hier oben hin, sieht man vielleicht besser. Die brauchen wir auch noch. So, wenn wir dann das ganze Blockmaterial zusammen haben, geht's los. Und zwar erstmal fangen wir mit dem Beton an. Natürlich mit dem rosanen Beton geht's erstmal los und dann ziehen wir uns den Grundriss. Also diese Blockschicht kannst du auch wirklich einmal auf der Wasserhöhe setzen. Und dann geht's los, indem wir erstmal eine gerade Reihe lang ziehen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So, 27 Blöcke erstmal gerade lang ziehen. Dann suchst du dir jetzt irgendeine Ecke aus, wo die Rückseite des Schiffs sein möchte, also sein sollte. Ich entscheide mich jetzt für die Seite und ziehe jetzt einfach mal noch zur Seite weg. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Blöcke insgesamt. Jetzt erstmal gesetzt. Und die Länge beträgt an sich, also oder die Breite, 9 Blöcke. So, dann setzen wir jetzt hier nochmal nach vorne noch 26 Blöcke. Kannst du jetzt natürlich zählen oder du ziehst einfach lang im Vertrauen, dass du schon einmal richtig gezählt hast und setzt das Ganze auf die gleiche Höhe. So, danach setzen wir einfach davor weg, so ein bisschen nach innen gesetzt, so ein Zweier hin. Dann verbinden wir das einfach hier oben so schräg miteinander. Dann haben wir hier insgesamt eine 5er Fläche und setzen vorne ran noch einen einzelnen. So, und falls du jetzt nicht so sein solltest wie bei mir, dass, sage ich mal, hier unter noch ein bisschen mehr Platz ist beim Wasser, musst du jetzt die Fläche hier noch ausfüllen. Falls es bei dir nicht so schnell klappt, halt das Video bitte an und füll erstmal die Fläche aus. Ich bräuchte es eigentlich nicht, aber ich mach's ja auch trotzdem. Okay, so der nächste Schritt wäre, wenn wir die Fläche ausgefüllt haben, dass wir an den Seiten jetzt auf der Schicht, die wir haben, noch eine weitere Reihe raufsetzen. Haben wir denn an den Seiten überall noch eine Reihe raufgesetzt, setzen wir jetzt jeweils vor der Reihe nochmal eine Blockreihe so überstehend hin. Sind wir vorne angekommen, setzen wir hier bei der Mitte auch noch einen vorne ran. So, der nächste Schritt ist, wir wechseln einmal zu unserem weißen Beton und setzen jetzt einfach auch nochmal hier auf den Seiten noch eine weiße Betonschicht. Haben wir denn darauf eine zweite Betonschicht draufgesetzt von unserem weißen Beton? Fliegen wir jetzt einfach mal vorne an der Seite hin, also jetzt hier nach unserem Zweier, und setzen jetzt hier drauf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Blöcke insgesamt hin. Man kann hier nochmal so ein bisschen gucken, indem wir die Mitte einsetzen. Guck mal, haben wir hier 5? Ja, haben wir hier 5? Jupp. Also 11 Blöcke an sich. Auf der Seite und nochmal auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Okay, haben wir jetzt auf beiden Seiten denn 11 Blöcke vorne rangesetzt, setzen wir hier vorne auch nochmal eine weitere Schicht hin. Haben wir das denn auch geschafft, können wir jetzt ein bisschen das Ganze, sag ich mal, noch ein bisschen besser verkleiden. Wir fangen einfach mal hier vorne an, setzen bei den einzelnen hier vorne noch an den Seiten jeweils zwei hin. Und jeweils jetzt hier an den Seiten noch einen mehr vorne ransetzen. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Jeweils hier nochmal einen überstehen lassen. Okay, haben wir das denn hier geschafft? Fliegen wir auf die Rückseite hin und setzen jetzt, also du kannst es machen, musst es nicht machen, hier auch jeweils nochmal einen hin oder lässt es so? Das ist so Geschmackssache. Ich weiß jetzt nicht genau,
was man da gerne machen möchte, aber da kann man sich das aussuchen. Die nächste Aufgabe, die wir jetzt machen, ist, wir schnappen uns unseren rosanen Beton und beginnen auch erstmal auf den Seiten unseres Schiffes. Ich würde mal sagen, hier auf der Vorderfront, wo das Ganze ein bisschen abgerundet ist, geht's los. Wir platzieren einfach mal die rosane Betonschicht so seitlich von unserem Boot hin. Das müssen wir jetzt einmal hier so gerade weg nach hinten ziehen, bis es hier einmal so ein bisschen tiefer geht. Dann nehmen wir dann auch hier so unsere rote, rosane Betonschicht so einmal hier so runter und ziehen das Ganze hier weiter hin. Haben wir es denn an den Seiten so einmal überstehen lassen, beginnen wir jetzt hier vorne damit, dass wir jetzt einfach mal unsere rosane Betonschicht an den Seiten einfach erstmal oben drauf platzieren. So, das machen wir hier einmal so gerade lang. Zack, zack. Wunderbar. Wenn wir das Ganze haben, lassen wir jetzt einmal hier einmal einen überstehen. Vorne bei der Mitte lassen wir jeweils an den Seiten auch nochmal einen jeweils überstehen. Und dann hier auf der Seite müssen wir auch nochmal einen überstehen lassen. Das nächste, was wir machen, ist, wir schnappen uns einfach mal unsere Tropenholzblöcke und fangen an, jetzt die Innenseite schon mal unser Deck zu machen. Das heißt, wir fangen einfach mal an, jetzt hier bei unserer weißen Betonschicht, obwohl wir können das hier besser einteilen. Ich würde mal hier sagen, wir haben ja hier unsere weiße Betonschicht. Da können wir jetzt auf der Höhe dann auch unsere Blöcke hier komplett einmal die Fläche ausfüllen. Und wo es hier ein bisschen tiefer geht, machen wir das Ganze auch nochmal. Ich stelle mich hier kurz einmal hin und dann ist das Ganze, fertig. Nachdem wir denn das Deck einmal ausgewählt haben, geht es weiter mit den Tropenholzstufen erstmal. Da fliegen wir hier zu diesem Absatz, den wir haben und setzen einfach an den Seiten noch zwei Stufen jeweils auf jeder Seite hin. Danach schnappen wir unsere Quarzstufen und können jetzt auf unserer weißen Betonschicht überall noch eine Stufenschicht, so würde ich mal sagen, draufsetzen. So, ich habe jetzt einmal hier ringsrum, hast ja gesehen, die Stufen lang gezogen und ich habe gleich schon hier so, ich war schon ein bisschen so frech und habe mir schon alles vormarkiert für den nächsten Schritt. Und zwar fangen wir jetzt an, das Häuschen natürlich von unserem Dampfer zu bauen. Ich würde sagen, dafür beginnen wir ganz einfach vorne bei unserem Schiff, nehmen wir unsere weißen Betonblöcke zur Hand und fangen einfach mal an, dass wir hier vorne nach unseren Stufen hier einfach zwei Blöcke an sich Platz lassen, setzen einen hin, machen daraus einfach mal so einen Dreier und dann gehen wir jeweils zur Seite, einen Block so schräg. Dann gehen wir nochmal einen so schräg. Und beim zweiten schrägen, das ziehen wir jetzt einfach mal gerade weg nach hinten. Da brauchen wir nicht zählen, weil wir haben ja hier, sag ich mal, die Stufen hingesetzt. Und das ist unser Ende denn. Da setzen wir das Ganze einmal hier so hin. Zack, wunderbar. Und dann könnten wir bei den Stufen, da siehst du ja bestimmt jetzt so einen Holzblock, da setzt du dann auch einfach mal so einen weißen Beton hin. Ne? Das machst du dann auch auf der anderen Seite auch nochmal. So, der nächste Schritt wäre dann von unseren Stufen aus, setzen wir jetzt einen Block einfach mal aufs Deck rauf. Und dann ziehen wir davor noch 1, 2, 3, 4 Blöcke lang. Auf der anderen Seite auch nochmal. Da verbinden wir das Ganze hier. Sollte an sich auf jeder Seite dann eine Fläche von 5 Blöcke sein. Ja. Der nächste Schritt ist dann hier vorne, diese Fläche hier, auf insgesamt noch 3 Blöcke zu erweitern. Wenn wir das geschafft haben, können wir den hinteren Teil hier eigentlich auch auf 4 Blöcke erhöhen. Aber das Ganze machen wir noch auf 2 Blöcke. Weiter, also 2 Blöcke höher als das hier ist. Was wären das denn hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 Blöcke da auch noch rauf. Wenn wir das denn fertig haben, beginnen wir jetzt erstmal die Fenster bei unserem Schiff reinzusetzen. Da fangen wir einfach mal vorne auf diesen großen Flächen an. Wir achten darauf, dass wir unten und oben eine Blockschicht haben, an der Seite natürlich auch. Und dann können wir hier einmal so ein Viererfenster reinhauen. Dann lassen wir eine Schicht so, wie sie ist, machen hier nochmal ein Viererfenster rein. Das Ganze noch ein drittes Mal. Dann sind wir ja hinten angekommen. So, jetzt können wir hier ganz einfach mal unsere Treppen reinsetzen. Natürlich, dass sie halt dann so ein viereckiges Fenster ergeben. Das machen wir jetzt hier einmal auf der Seite und nochmal synchron auf der anderen Seite. Wenn wir das dann fertig haben, nehmen wir uns einmal unseren rosanen Beton zur Hand und setzen einfach mal oben auf unserer Betonschicht noch eine weitere rosane Betonschicht drauf. Das ziehen wir dann einfach rüber bis hier auf die andere Seite. Und danach können wir hier hinten anfangen, setzen hinten noch einen so überstehend, lassen das Ganze dann hier auch noch vorne noch einmal überstehend. Hier an den Seiten können wir das Ganze auch wieder einmal überstehen lassen, vorne, und ziehen das Ganze auch hier wieder bis nach hinten weg. Weiter geht's denn erstmal mit unserem weißen Beton, dass wir hier oben auf unserer Schicht hier einfach mal den weißen Beton anknüpfen und erstmal hier, sag ich mal, zack, das Ganze innen drin ausfüllen. Die Ecke können wir eigentlich wieder weghauen. Hier, das verbinden wir dann einfach mit zur anderen Seite. Als nächstes kommen wir dann hier unten erstmal zu unseren Fenstern nochmal hin.
Denn wir achten einfach mal drauf, jetzt sag ich mal, wenn wir natürlich hier von vorne gucken, vom ersten, zweiten und hier so beim dritten, hier die Mitte, die markieren wir uns, gehen dann hier so ein bisschen nach oben und platzieren dann hier oben nochmal zwei weitere Blöcke rauf und können dann hier die vordere Schicht, wenn wir auf der anderen Seite natürlich synchron das auch nochmal gemacht haben, auf zwei Blöcke noch erhöhen. Wenn wir das dann hochgezogen haben, nehmen wir einmal unsere Glasblöcke zur Hand und können jetzt hier einfach mal hinten diesen einen Block so lassen, wie er ist, schlagen dann hier vier Blöcke raus, können ja auch gleich dann schon die Glasblöcke reinsetzen. Hier vorne schlagen wir den ersten Block weg, denn die drei hier vorne schlagen wir weg und natürlich auch den hier wieder. Und dann machen wir hier natürlich unser Glas rein und auf der anderen Seite, wie auf der anderen Seite, machen wir hier vier Blöcke weg und ergänzen das Ganze durch ein Fenster. Wir haben ja auch gerade unseren Glasblock in der Hand und können hier unten unsere Bullaugen oder unsere Fenster vom Schiff, ne, einmal auch nochmal mit den Glasblöcken innen drin verkleiden. So, auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Wenn die Fenster fertig sind, geht es weiter mit unserem weißen Beton, dass wir hier hinten erstmal das Ganze hier zumachen. Auch hier einfach so zwei Blockschichten können wir hier zuziehen. Dann wechseln wir wieder zu unserem rosanen Beton und können hier einfach mal ganz gemütlich hier oben diese Fläche einmal mit unserem rosanen Beton ausfüllen. Wenn wir das dann ausgefüllt haben, lassen wir an den Seiten jeweils nochmal eine rosane Betonschicht überstehen. Na, ist Geschmackssache, ob man das jetzt hier weglässt oder da lässt. Also, mach wie du möchtest. Ich lasse mir das Ganze einfach mal so offen. Ja. Dann kommen wir noch gleich hier vorne, müssen wir auch noch das Dach aufmachen. Erstmal machen wir ganz gemütlich hier die Fläche zu. Und dann können wir hier das Ganze auch nochmal überstehen lassen. Jetzt habe ich hier bei diesem Dach hier hinten einfach mal die Dinger überstehen lassen. Also jetzt hier bei den Ecken. Ist auch wie gesagt immer Geschmackssache, entweder lässt es so ausgeschlagen oder machst die Ecke jetzt so zu. Na, ist immer so Geschmackssache, würde ich mal sagen. Ja, das nächste Teil, was wir an unser Schiff bauen, ist das Herzstück. Und zwar der riesige Schornstein bei unserem Schiff. Da nehmen wir einmal bitte unseren hellgrauen Beton zur Hand und fliegen jetzt hier auf diese Dachfläche hin. Wir richten uns einfach mal hier vorne dran. Wir lassen da einfach mal zwei Blöcke an sich Abstand, setzen hier drei hin, können aber überprüfen, dass wir an den Seiten denn jeweils nochmal zwei Blöcke haben. Haben wir? Passt. Dann können wir jetzt hier so einen kleinen Kreis machen, auf jeder Seite halt drei Blöcke. Und das ist an sich unsere Form unseres Schornsteins. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß möchtest du das Ganze machen? Ich bleibe jetzt bei dem Maß, wir fliegen nochmal kurz dahin, dass ich dir das zeigen kann bei unserem Vorbau, dafür haben wir ihn ja, dass ich das Ganze jetzt hier auf eine Höhe von drei Blöcke insgesamt mache. Wenn dir das ein bisschen zu klein sein sollte, kannst du das Ganze auch immer jede Blockfarbe auf vier machen. Ne? Sagen wir, jetzt machst du dann hier vom Grau alles auf vier und dann hier auch nochmal auf vier, wenn du das Ganze halt größer haben willst. Aber ich würde sagen, das Maß reicht eigentlich so vom Format und da bleibe ich einfach mal da. Ja, also machen wir jetzt hier noch zwei weitere Schichten rauf von unserem hellgrauen Beton, dass wir natürlich eine Höhe haben von insgesamt drei. So, zack, 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 zack. Okay, und dann machen wir davon nochmal eine graue Betonschicht drauf. Ja, wenn wir das geschafft haben, würde ich mal sagen, sind wir erstmal mit diesem ganzen Blockmaterial fertig, können das erstmal wegtun und fliegen wieder auf unsere Quietscheentchen zu und holen uns mal hier die zweite Reihe raus, was sich hier natürlich noch versteckt hält. Ja, denn zum Weiterbauen brauchen wir ganz einfach gesagt Quarztreppen. Dann holen wir uns mal einen Kohleblock raus. Du kannst auch schwarzen Beton nehmen. Ist dann immer so Geschmackssache, was man da nehmen möchte. Dann holst du dir noch einen Hebel raus. Einen Hebel bräuchten wir. Dann nochmal purpure Blöcke. Vielleicht auch purpure Säulenblöcke oder davon nochmal Stufen und Treppen. Das ist, sage ich mal, unsere Donut-Verpackungen. Denn auf dem Dampfer sind ja hinten drauf ganz viele Donuts. Und wie könnte man die in Minecraft darstellen? Ich habe mir so ein bisschen überlegt, dass man die nimmt. Vielleicht so als Verpackungen. So einzelne Donuts kann man ja in Minecraft leider nicht machen. Falls du eine andere Blockfarbe haben möchtest, die du dir hinten drauflädst oder andere Sachen drauflädst, kannst du ja immer selber noch entscheiden. Ich würde mal sagen, ich mache das, aber da gucken wir mal. Ja, und dann brauchen wir noch einfach rosane trockene Beton. Ja, den holst du noch raus oder rosane Wolle. Ja, dann kannst du auch ein bisschen mit rumspielen. Und da fangen wir auch gleich mal an. Denn das soll den Donut repräsentieren, der hier oben natürlich so drauf gemalt ist. Ich nehme hier einfach mal dafür einfach hier so rosanen trockenen Beton. Kannst auch Wolle nehmen, was so ein bisschen dazu passt. Ich würde nicht unbedingt diesen rosanen Beton an sich nehmen, also den festen, weil das soll sich ja doch schon ein bisschen abheben, ne? Ja, so, dann geht's weiter, ganz einfach gesagt. Ich würde mal sagen, erstmal mit den Quarztreppen. Da fliegen wir nochmal hier, über unser Schiff auf diese Seite hin, wo wir die Stufen platziert haben. Vielleicht erinnerst du dich noch. Da tauschen wir hier die Seite einmal aus mit einer Treppe. Haben wir auf der anderen Seite natürlich auch. Zack. Sieht, finde ich, ein bisschen besser aus. Und dann fliegen wir nochmal vorne bei unserem Schiff hin und platzieren hier bei der Mitte vorne eine Treppe hin und obendrauf auch nochmal eine Treppe.
Okay, dann sind wir damit auch schon durch und kommen jetzt zu unserem Kohleblick. Da fliegen wir erstmal wie oben hier wieder zu unserem Schornstein hin und setzen hier einfach mal noch so eine schwarze Kohleblockschicht hin. Da kannst du auch schwarzen Beton nehmen, damit das Ganze hier zu ist. Du könntest vielleicht auch ein paar Spinnnetze platzieren, dass es rausdampft, aber ich lasse das Ganze. Ja, dann kommen wir jetzt noch zu den Seiten bei unserem Schiff. Da sind noch so ein paar Reifen platziert, ne, falls man irgendwie anlegt, dass das Schiff nicht genau dagegen stößt, in so ein paar Dämpfer. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns einfach mal unseren Hebel hin und fangen hier einfach auf den Seiten an. Und zwar bei den Seiten jetzt hier, würde ich mal sagen, hier wo wir diese Zweier haben, setzen wir einfach mal oben einen Hebel ran. Lassen dann so an sich zur Seite weg so drei Blöcke Platz. Platzieren dann noch einen Hebel, die machen wir natürlich so, dass er nach unten guckt. Dann platzieren wir darunter einfach einen Kohleblock. Da kannst du dann aber auch vielleicht einen schwarzen Beton nehmen, den so halt irgendwas Schwarzes. Ja, das sollen dann so ein paar Reifen darstellen, die an den Seiten so befestigt sind. Das Ganze machen wir hier hinten weiter auch noch. Dann machen wir einmal hier einen Hebel hin, sag ich mal, hier, wo, so sag ich mal, unsere Stufen aus sind, ne? Machen wir einen Hebel gleich vorne hin, dann lassen wir drei Blöcke Platz und machen hier auch nochmal einen Hebel hin. So, darunter dann auch nochmal unsere Kohleblöcke. Zack und zack. Wunderbar. Ja, und das machen wir dann natürlich noch einmal auf der anderen Seite. Aber da kannst du dir auch gleich erstmal noch hier einen rosanen Beton schnappen und wir werden das Ganze hier einmal kurz noch so versetzen, dass es hier ein, sag ich mal, dass der Block hier einfach mal darunter ist. Finde ich, sieht noch ein bisschen besser aus und daher mache ich das einfach mal. Auf der anderen Seite mache ich das auch nochmal. Zack. Huh, da sind ja schon die ganzen, Reifen platziert. Ja, aber hier machen wir das dann auch nochmal. Sag ich mal, hier, wo diese Verbindung ist, schlagen wir den weg und setzen den einfach hier unten vorne einmal an. Genau. Ja, und dann ist unser Boot schon so gut wie fertig. Jetzt fehlt natürlich nur noch die Ladung, und zwar die ganzen leckeren Donuts. Da greifen wir natürlich jetzt auf unsere purpuren Blöcke zu. Und ich gebe einfach mal so einen kleinen Tipp, da mache ich mir jetzt einen Berg hin. Da mache ich einen kurzen Cut, weil das dauert ja ein bisschen. Aber so an sich können wir hier einmal kurz die Mitte suchen. Mitte, so. Zack, 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 zack. Und können dann hier, würde ich mal sagen, ja, so erstmal so ein kleines Kreuz markieren. Jetzt haben wir hier vier. Hier. Ja, dass wir hier so ein Kreuz haben, dass auf jeder Seite vier Blöcke sind. Und das würde ich so als Mitte nehmen. Und dann mache ich mir jetzt hier so einen kleinen Berg hin. Ja, ich habe mir einmal schnell einen Berg hingezaubert. Vielleicht mache ich ihn noch etwas größer, aber erstmal für den Anfang sollte er reichen. Ja, so in etwa könnte man sich seinen Donutberg ein bisschen hinhauen. Da hast du erstmal vielleicht, ja, würde ich mal dir einfach raten, mit Pupumblöcken dir erstmal einen Berg hinhaust. Und dann haust du noch ein paar Säulenblöcke rein, ein paar Stufen, ein paar Treppen habe ich jetzt hier auch so einfach willkürlich ein bisschen gemacht. Da sollte kein Muster entstehen, dass es wirklich so ein Berg ist, irgendwie mit voll vielen Donuts, die da übereinander geschüttet wurden. Ja, und die können jetzt in Springfield anlaufen, sind natürlich bei uns original noch verpackt, die Donuts. Also die liegen da nicht so offen rum wie bei der Spiele-App. Nee, die muss man sich noch auspacken. Ja, aber an sich ist das Donut-Schiff fertig. Ich wünsche viel Spaß mit dem Nachbauen und dann, ja, stelle ich mich vorne hin und dann gucken wir mal, was wir als nächstes bauen. Ja, ansonsten war es das Ganze hier. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Also haust rein und tschüss.